Zu Beginn bestimmen Sie die gewünschte Länge der Rohrleitung. Beachten Sie hierbei bitte, dass für die Bestimmung der Rohrlänge Mindestmaße zu berücksichtigen sind. Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Montageanleitung bzw. der jeweiligen Bedienungsanleitung des Vormontagegerätes. Sägen Sie das Rohr rechtwinklig ab. Achtung, benutzen Sie hierzu keinen Rohrabschneider oder Trennschleifer. Eine Winkeltoleranz von plus minus 1 Grad ist zulässig. Beachten Sie, dass schief abgesägte oder falsch entgratete Rohre die Lebensdauer und Dichtheit der Verbindung reduzieren. Danach wird das Rohr innen und außen leicht entgratet. Bitte reinigen Sie nun die Rohrleitung. Die Rohrenden dürfen innen und außen keine Beschädigung aufweisen und müssen frei von Spänen, Schmutz, Rost und anderen Verunreinigungen sein. Zur Rohrreinigung wählen Sie bitte eine für die jeweilige Anwendung geeignete Lösung.